Wir befinden uns in Lukas Kapitel 23 und was vorher passiert ist, war, Jesus hat das Passafest mit seinen Jüngern gefeiert, wurde dann im Garten Gethsemane verhaftet und abgeführt, und in Kapitel 23 sehen wir dann, wie er von Pilatus verhört wird, und das zeige ich euch jetzt als Bibelcartoon. Die obersten religiösen Leiter des jüdischen Volkes befragten Jesus: Bist du der Retter, den uns Gott geschickt hat? Ja, der bin ich. Da wurden sie wütend, weil er sich selbst als genauso wichtig wie Gott sah, und brachten ihn zum zuständigen römischen Richter Pilatus. Bei Pilatus angekommen, beschuldigten sie Jesus, dass er einen Aufstand anzetteln wollte, den Leuten ausredete, ihre Steuern zu zahlen und sich als neuer König ausgibt. Pilatus fragte Jesus selbst: Stimmt das? Bist du der König der Juden? Ja, der bin ich. Da wandte sich Pilatus wieder an die religiösen Leiter: Ich finde nichts an ihm, wofür ich ihn bestrafen müsste. Aber sie ließen nicht locker. Doch, er ist gefährlich. Du musst ihn verurteilen. Pilatus sah einen Ausweg. Der Mann kommt doch aus Galiläa. Das heißt, für ihn bin ich nicht zuständig, sondern der König Herodes. Er ist gerade in der Stadt, geht zu ihm, er soll über ihn urteilen. So brachten sie Jesus zu König Herodes. Der hatte schon von Jesus gehört und auch welche Wunder er getan hatte. Also fragte er Jesus: Kannst du nicht ein Wunder für mich tun, um zu zeigen, wer du bist und ich dich freilasse? Doch Jesus schwieg nur. Der König fragte ihn noch ein paar andere Fragen. Doch immer noch sagte Jesus kein Wort. Irgendwann hatte Herodes genug. Er zog Jesus einen königlichen Mantel an und sie setzten ihm eine Krone aus Dornen auf. Dann machten er und seine Soldaten sich über Jesus lustig und feierten ihn als König der Juden. Danach blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihn zu Pilatus zurückzuschicken. Pilatus sah immer noch keine Schuld an Jesus. Und auch Herodes hatte keine gefunden. Also fragte er Jesus: Willst du denn gar nichts zu deiner Verteidigung sagen? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen? Jesus erwiderte: Du hast nur Macht über mich, weil sie dir von Gott gegeben ist. Die Leute, die Jesus beseitigen wollten, hatten inzwischen eine große Menschenmenge mobilisiert, die draußen riefen: Verurteile Jesus zum Tod! Pilatus unternahm einen letzten Versuch, Jesus zu retten. Es war zum Passafest üblich, einen Gefangenen zu begnadigen. Also holte er Jesus und Barabbas, einen Mörder, vor die Menschenmenge und fragte sie: Wen soll ich begnadigen? Jesus oder Barabbas? Gib uns Barabbas! Und was soll ich mit Jesus tun? Richte ihn! Pilatus hatte Angst, dass die Menschen einen Aufstand anzetteln würden, also gab er nach. Bevor er Jesus für die Hinrichtung freigab, wusch er sich vor allen gut sichtbar die Hände und bekundete: Ich bin unschuldig am Tod dieses Menschen, der nichts Böses getan hat. Nach seinem Verhör und dass er zum Tode verurteilt wurde, wird Jesus auf einem Berg in der Nähe der Stadt geführt und dort hingerichtet. Und diese Geschichte zeige ich euch wieder als Bibelcartoon. Nach seiner Verurteilung musste Jesus das Kreuz, an dem er hingerichtet werden sollte, selbst tragen. Er trug es durch die Stadt und viele Menschen waren da und verspotteten ihn. Der Ort der Hinrichtung war ein Hügel außerhalb der Stadt, der Golgatha genannt wurde. Das bedeutet Platz der Schädel. Die Soldaten nahmen Jesus alle seine Kleidungsstücke weg und verteilten sie unter sich. Dann nagelten sie Jesus an das Kreuz und stellten es auf. Über seinem Kopf befestigten sie ein Schild, auf dem stand: Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher am Kreuz hingerichtet. Einer von beiden machte sich über Jesus lustig: Bist du jetzt Gottes Sohn oder was?
steig vom Kreuz und hol uns gleich auch mit herunter, wenn du das kannst. Der andere der zwei Verbrecher unterbrach ihn. Hast du immer noch keinen Respekt vor Gott, obwohl du so kurz vor dem Tod stehst? Wir haben es verdient, hier zu hängen. Jesus hingegen hat nichts Böses getan. Jesus, denke an mich, wenn du bei Gott in seiner wunderbaren neuen Welt sein wirst. Jesus entgegnete ihm, du wirst heute noch mit mir dort sein. Es waren viele Leute da, die das Geschehen beobachteten. Einige der religiösen Leiter und römischen Soldaten, die sich über Jesus lustig machten. Aber auch einige seiner Freunde, darunter seine eigene Mutter Maria, Johannes und Maria Magdalena. Jesus sah die Menschen an, die ihn angeklagt und verurteilt hatten, und bat Gott, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie hier tun. Dann wurde es für etwa 3 Stunden dunkel im ganzen Land. Jesus war kurz vorm Sterben. Mit letzter Kraft rief er voller Verzweiflung, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Danach starb er. Gleichzeitig gab es ein großes Erdbeben. Der römische Hauptmann, der verantwortlich war für diese Hinrichtung, stellte erschrocken fest: Dieser Mann muss wirklich Gottes Sohn gewesen sein. Danach wurde Jesus vom Kreuz genommen und in ein Felsengrab gebracht. Was dann passiert, wie das Ganze abgeschlossen wird, möchte ich euch wieder aus der Volksbibel vorlesen. Das passierte alles am Freitagabend, kurz vor Beginn des Sabbats, dem religiösen Feiertag der Juden. Mit dabei waren auch noch ein paar von den Frauen, die aus Galiläa nachgekommen waren. Sie haben gesehen, wie die Leiche von Jesus in das Grab gelegt wurde. Danach gingen sie wieder nach Hause. Der Plan war, die Leiche von Jesus noch mit Öl und Kräutern einzuschmieren. Dieses war so ein Ritual, was man normalerweise nur mit ganz besonderen Menschen machte, eine Salbung. Aber als sie die Sachen fertig vorbereitet hatten, hatte der Sabbat schon begonnen und damit war jegliche Arbeit verboten. Das ist das relativ traurige Ende von Kapitel 23 von Lukas. Aber es geht dann noch weiter und das sehen wir im nächsten Kapitel. Ciao, ciao.